Karl Stahl wurde 1880 in Süßen gegründet. Anfangs stellten wir noch Seile für die Landwirtschaft her, aus Fasern, Naturfasern, Sisal oder Hanf für Garbenstricke zum Beispiel. Zwischenzeitlich stellen wir aber auch natürlich Edelstahlseile her, in erster Linie auch für die Automobilindustrie oder, wie man hier sieht, für die Architektur. Ja, wir haben dieses Jahr uns ein etwas anderes Konzept überlegt und überlassen die Anwendungen dieses Jahr den Betrachtern, das heißt unserer Hauptzielgruppe, den Architekten und Fachplanern. Einer unserer Anwendungsbereiche für Edelstahlseile sind natürlich die Edelstahlnetze. Und da haben wir dieses Jahr ein absolut neues Produkt auf den Markt bekommen. Das sind diese Edelstahlseilnetze in gefärbter Ausführung. Das heißt, da wird eine leichte Polymerbeschichtung aufgebracht auf das Seil, die aber doch so dünn ist, dass der eigentliche Charakter des Seiles trotzdem noch bestehen bleibt. Der Anwendungsbereich von solchen Edelstahlnetzen ist sehr vielfältig. Er geht über normale Geländerfüllungen bis zu großen Einhausungen von entsprechenden Tieren, also sprich Vogelvolieren, Freiflugvolieren oder auch Großkatzengehegen. Das Netz wird als Trägermaterial für diese LED-Lichter benutzt, um einfach Werbung oder Lichteffekte zu erzeugen. Die LEDs sind VGA-tauglich. Einer unserer Produktbereiche wäre das Green Cable. Das Besondere daran, es ist eine sehr einfache Lösung für die Anwender. Die Halter bestehen aus eloxiertem Aluminium mit einer Abdeckplatte und man kann das System modular aufbauen, um entsprechende Pflanzen eine Kletterhilfe zu geben. Einer unserer Hauptprodukte ist das ISIS Architektur Edelstahlseilprogramm mit einem Durchmesser im Durchmesserbereich von 6 bis 26, hier auch zu sehen und ausgestellt. Und das Ganze mit einer Qualitätssicherung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Hier zeigen wir noch ein Produktprogramm Posilok. Die Bauteile bestehen alle aus Messing vernickelter Oberfläche, sind eigentlich eher für Abhängungen im kleineren Bereich gedacht. Musik